Ja, huhu, hier wieder beim Koali. Wir spielen wieder eine Runde Plants vs. Zombies. In letzter Zeit ein bisschen Probleme mit dem Spiel. Irgendwie stürzt das ständig ab oder so. Aber wir spielen heute mal hier den Elektriker-Ingenieur und machen uns auf den Weg zu dem Teleport. Aber da ist schon jemand schneller als wir. Gut. Erstmal hier den Kaktus verjagt. Jo. Und dann rufen wir hier noch ein bisschen Zombies. Immer noch nicht genug von den Dingern. Aber ich habe jetzt wenigstens rausgefunden, wo man die Pflanzen los wird. Nämlich in anderen Spielmodi. Ah, wer kriegt den? Wer kriegt den? Wer kriegt den? Ah. Der Kollege wahrscheinlich. Und da kommt der Maisanschlag von einer dämlichen Kakteen. Das ist doch die Kakteen, die wir eben verjagt haben. So ein Dreck. Naja. Der Teleport ist auch schon wieder down. Also kümmern wir uns mal darum. Und bauen ihn mal wieder ein bisschen auf. Wieder da. Da kommt eine Bohne angeflogen, aber Gott sei Dank nicht in Reichweite. So ein bisschen Punkte absahen hier. Wagen wir uns ein bisschen nach vorne. So. Da ist ein Kaktus. Den wir natürlich nicht treffen. Dämliche Zeugs. Ah, der hat uns im Visier. Und tötet uns natürlich. So ein Ärger. Es ist immer derselbe hier anscheinend. Na gut. Aber das sind wir ja schon gewohnt. Dann holen wir uns halt hier noch ein bisschen Punkte beim Verbessern. Und der Garten wurde erobert. Auf zum nächsten Garten. Nicht ablenken lassen durch komische Erbsen. Der Erbsenschalldämpfer. Naja. Auf zum Teleport. Aber wir sind auf der falschen Seite, merke ich gerade. Naja. Wird bestimmt auch schon wieder gut verteidigt. Ja, da stehen schon wieder ein paar Erbsen rum. Holt man ein paar Zombies, die uns hier unterstützen können. Oh, ein Schnapper. Warte, Kumpel, ich belebe dich wieder. Wenn ich das mal drauf hätte mit dem Wiederbeleben und gleichzeitig schießen hier, ne? Aber so gut bin ich nicht, Leute. So gut bin ich nicht. Und wird von einer komischen Sonnenblume dahin gerafft. Aber anscheinend scheint es meinem Ingenieurskumpel genauso ergangen zu sein. Aber der hat da jetzt gerade wohl den Teleport geholt. Sehr gut. Ein bisschen reinfeuern hier. Ah! Schon wieder die Sonnenblume. Allerdings eine andere. Immer diese Sonnenblumen. Ist irgendwie komisch. Wenn ich eine Sonnenblume spiele, treffe ich keinen Torbogen auf 2 cm Entfernung. So, schießen wir mal ein bisschen hier
in den Garten und werden direkt schon wieder zerstört von einem Kaktus. Drecksack! Lass mich doch mal leben, ich mach du eben keinem was. Und der Teleport ist wieder kaputt. Schauen wir mal, ob wir den holen können. Wupp. Und hier rüber. Und aufbauen. Ein bisschen hier hinten reinfeiern. Scheinen irgendwie ein paar Pflanzen zu sein. Die Zombot-Geschütze auch verbessern. Beziehungsweise erstmal aufbauen. Damit wir hier unseren Teleport auch gut verteidigen können. Und da oben schießt schon wieder irgendein Kaktus. Mit seiner Drohne. Weg damit. Sehr schön. Und zack, ist der Garten erobert. Ah, ein Schnapper von hinten. Los, Zombie, räche mich. Piratenzombie. Graf Schnappula oder was auch immer. Zumindest hat er lustige Augen. Ja. Aus dem Weg. Ich bin Ingenieur oder besser gesagt sogar Elektriker. Ja, irgendwo noch ein Schnapper. Ja, und ich bin schon wieder tot. Einfach in die Falle reingelaufen. Und dann vom Zukunftsschrott kaputt gemacht worden. Ey, hol doch einen Zombie. Warum holt er keinen Zombie? Holen wir einen. Gibt ja alles Punkte. Und wenn wir schon durch Abschüsse keine Punkte machen, dann wenigstens so. Ein bisschen hier. Jetzt mal ein bisschen Alibi schießen. Nicht, dass wir groß jemanden treffen. Zombies! Irgendjemand hat da schon wieder auf mich geschossen. Da ist er, da oben. Ah! Und schon wieder mit dem Nadelschuss kaputt geschossen. Ja, ich bin ein dankbares Ziel. Sehe ich ja ein, aber andere Leute wollen ja auch Punkte holen und naja, da muss es auch so Leute wie mich geben, die das Ding spielen hier. Na Leute, habt ihr oben das Dach jetzt mal gesäubert? Jawohl, sieht so aus. Obwohl, da oben kommt schon wieder eine Erbse. Fürchterlich, fürchterlich. Es sind schon meine Kumpels auf dem Dach und dann kriegen sie es noch nicht mal hin, da die Erbse wegzuholen. Sehr müßig, sehr müßig. Auf ein neues. Ist ja nicht so, als ob wir hier nicht unendlich Versuche hätten. Ne? Ist die Erbsen auch noch am Dach? Wahrscheinlich nicht. Noch ein Zombie. Ja, da sind sie diesmal. Ah, Leute, bewacht doch mal das Dach. Aber wenigstens steht der Teleport jetzt. Zombot-Geschütz aufgebaut. Oh, eine Bohne, eine Bohne, eine Bohne. Ah, und auch noch Schnapper, auch noch unterwegs. Und Erbsen und keine Ahnung was. Stand da gerade Verbündeten gerettet? Wahnsinn. Ich kann sowas. Wahnsinn. Und der Teleport ist schon wieder kaputt. Meine Güte. Außerdem haben wir nur noch eine Minute Zeit und irgendwie nimmt keiner den Garten ein. Das sieht nicht so gut aus. Einen Teleportversuch machen wir noch. Das ist gerade doof hier mit dem. So, und jetzt. Ach, da ist der blöde Kaktus schon wieder. Da dürfte der Teleport gleich wieder fallen. Leute, rab in den Garten. Ja, der Teleport ist schon wieder kaputt. Ah, siehst du, jetzt kommen sie in den Garten. Sehr gut.
Wir werden jetzt auch mal uns direkt auf den Weg in den Garten begeben. Da hinten sehe ich schon einen blöden Pilz. Bin ich wenigstens den kaputt? Boah, Leute, wie lange ich brauche, um so einen scheiß Pilz kaputt zu schießen, ne? Also, das ist echt. Wer ist denn hier noch? Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, das Spiel werden wir verlieren. Wenn jetzt nicht noch ein paar Leute hier richtig Druck machen. Schneller Propeller. Und ab zum Garten. Die Pflanzen verteidigen ganz gut. Sie haben sie jetzt schon zu dritt in den Garten reingestellt. Zu fünft in den Garten reingestellt. Ja, da kann nicht mehr viel passieren. Einen haben wir weggemacht. Ja, kommt Leute, das schaffen wir. Ich glaube an uns, aber naja. Nicht mit mir. Im Team. Ja, das war's. Verloren. Elendlich. 6430 Münzen. Oh, war ja. Gucken wir mal, wo stehen wir denn? Seht ihr mal. Wenn ich schon so weit oben stehe, dann heißt das viel. Vierter Platz. Naja, 7 Kills. Hm. Gut. Beim nächsten Mal hoffentlich wieder erfolgreicher. Bis dahin, habt viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.